Hallöchen Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, habe mir heute passend zu unserem Kanallogo auch einen orangenen Mantel angezogen und habe ein Auto für euch dabei, das wir euch bereits im Studio vorgestellt haben in Rüsselsheim. Und zwar ist es der Citroën C5X. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert doch unseren orangenen Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es nämlich jeden Tag ein Video von Jan oder von mir und hier seid ihr bestens informiert. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden hauptsächlich über den Plug-in-Hybriden sprechen, den wir jetzt hier dabei haben und ihn vor allem hier durch Barcelona fahren. Jetzt dranbleiben und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! I will be your shield in the fiercest battle, I'll defend you from all these arrows and the sword I will keep you from danger, let me be your shield. Yeah. Yeah, yeah. It's just you, me, and the odds. We stuck together, we two peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there, season the cards. We'll never be separated till we see. Wir waren angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter diversen Leasingplattformen, wie unter anderem auch meinauto.de, und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Wird sich jetzt hier auch bei dem Plug-in-Hybriden, also beim C5X als Plug-in-Hybriden, lohnen, denn ihr profitiert von einer Förderung von bis zu 6.750 Euro und einer Dienstwagensteuer von 0,5%, bedeutet, ihr bezahlt im Vergleich zu einem Verbrenner nur die Hälfte. Und jetzt geht es ja darum, der C5X ist ein ganz besonderes Auto, denn es ist eine Kombination aus einem SUV, einer Limousine und einem Kombi. Und als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, hä? Wie soll denn das Auto aussehen? Und für mich persönlich ist der super schick. Erst letzte Woche habe ich den in Rüsselsheim gesehen. Der Marketingchef ist da den gerade gefahren. Ich finde dieses Auto richtig schön. Und es ist mal was Besonderes, es ist mal was anderes. Zu einem sehr guten Preis, den werde ich euch am Schluss dann verraten. Jetzt geht es erstmal um die Optik. Und wir haben jetzt hier was sehr Geschicktes, was sehr Raffiniertes, wie ich finde. Und zwar ist das Citroën-Logo jetzt hier in der Mitte und geht aber weiter in die Leuchten hier mit diesen silbernen Spangen. Übrigens gibt es drei Ausstattungsvarianten. Das ist Vielpack, Shine und Shinepack. Hier haben wir jetzt die höchste Ausstattungsvariante, Shinepack. Sechs Lackvarianten gibt es insgesamt. Dieses Blau, was wir euch im Studio vorgestellt haben, kostet keinen Aufpreis. Die hier, die ist die teuerste mit 850 Euro. Permut Weiß ist aber sehr, sehr schön, vor allem hier mit den schwarzen Elementen. Serienmäßig immer LED-Licht. Es gibt leider kein Matrix-LED-Licht und der C5X steht jetzt ja übrigens auf der EMP2-Plattform, genauso wie auch die Konzerngeschwister Peugeot 508, Peugeot 308 oder auch der DS9 bzw. der Opel Astra haben wir euch alle bei uns auf dem Kanal vorgestellt. Schaut da gerne mal vorbei, falls euch auch die Plattformbrüder und Schwestern interessieren. Hier unten dann auch nochmal sehr elegant hier diese Chromspange. Wir haben jetzt hier unten so einen Stoßfänger auch nochmal in so einem Kunststoff. Hier auch nochmal sehr schön geformt. Und für mich von vorne erstmal eine sehr langgezogene, stimmige Motorhaube. Und wenn es jetzt in die Seite geht, wird es interessant, denn hier seht ihr jetzt die Kombination aus Limo, Kombi und SUV. Also der ist wirklich hochgebockt, Bodenfreiheit von 19,5 cm. Und ihr seht jetzt auch schon, wir stehen jetzt hier auch so ein bisschen im, ich will nicht sagen Dreck, aber es war relativ schwierig, was zu finden, hier zu filmen. Wir stehen jetzt hier auf einer Landstraße, nennen wir es mal so. 19,4 cm Bodenfreiheit, habe ich euch ja schon gesagt. Der ist 4,81 Meter lang, 1,87 Meter breit und 1,49 Meter hoch. Wettbewerber wären beispielsweise auch der Subaru Outback oder vielleicht auch ein Skoda Octavia Scout. Haben wir euch auch bei uns auf dem Kanal vorgestellt. Falls euch noch andere einfallen, schreibt die mir gerne in die Kommentare. Jetzt schauen wir mal ganz kurz auf die Felgen. Es gibt nur 19 Zöller. In verschiedenen Ausstattungsvarianten bzw. Ausführungen. Die ist jetzt sehr schön, in der Mitte auch nochmal das Citroën-Logo. Und hier diese Chromleisten bzw. Spangen finden sich auch wieder so ein bisschen wieder, sehen so ein bisschen aus wie das Logo. Hier drumherum dann SUV-typisch eine Plastikbeplankung. Ist natürlich auch sehr gut, wenn man irgendwie mal in der Stadt unterwegs ist. Macht man nicht allzu schnell was kaputt. Und an der Seite steht jetzt hier nochmal Hybrid. Wir haben jetzt hier auch nochmal so eine
Ja, so eine kleine Spange jetzt hier in einem Klavierlack. Und Unterschied ist, wenn ihr jetzt hier das Shinepack nehmt, dass das hier jetzt auch nicht in einem Kunststoff ist, sondern auch lackiert, was ich ein bisschen schicker finde. Schwarze Spiegelkappe und ihr bekommt jetzt das Dach schwarz abgesetzt, was wir jetzt hier in diesem Fall haben. Ihr bekommt auch noch mal eine Dachreling für 200 Euro und ein Glasdach, das haben wir jetzt hier auch mit dabei, das zeige ich euch dann noch von innen. Ihr seht es schon mal hier so leicht angedeutet. Ja, es hat vorhin geregnet, darum ist es jetzt leider ein bisschen dreckig, das Auto. Jetzt haben wir hier an der Seite die Möglichkeit, den zu laden. Ich habe euch ja schon erzählt, wir haben jetzt hier einen Plug-in-Hybriden. Bedeutet, der Akku sitzt jetzt hier hinten unter dem Kofferraum bzw. teilweise unter der Rückbank. Über das Laden würde ich vielleicht an der Stelle auch noch gerne sprechen. Macht das jetzt hier mal auf. Der Akku fasst 12,4 Kilowattstunden. Das ist in Ordnung für einen Plug-in-Hybriden, hat eine Reichweite von ungefähr 60 Kilometer rein elektrisch. In der Stadt ist es dann auch ein bisschen mehr, vielleicht eher 65 Kilometer, weil man ja mehr rekuperieren kann. Und wie kann man den jetzt laden? An der Haushaltssteckdose braucht er ungefähr 7 Stunden, um voll zu sein. Ihr könnt ihn aber auch mit 3,7 kW laden. Mit 4 Stunden wäre er dann voll oder optional mit 7,4 kW, dann ist er unter 2 Stunden voll. An dieser Stelle vielleicht ganz kurz zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist das Next Level Energy. Was machen die? Die haben sehr viele Ladelösungen für euch. Zum Beispiel den Energy Kick, den haben wir auch immer ausprobiert. Schaut da gerne mal vorbei. Ich mache euch so ein kleines Schnittbild drüber, wie der aussieht. Haben aber auch eben Lösungen für Energiespeicher und Photovoltaikanlagen. Mit dem Code TheCarCrash bekommt ihr da 25 Euro ab einem Wert von 150 Euro geschenkt. So, jetzt schauen wir uns jetzt noch das Heck an und das ist für mich die Schokoladenseite. Hier passiert sehr viel. Einmal wieder hier Chrom. Hier so ein schönes Muster. Die C-Säule jetzt komplett in Schwarz gehalten und sehr, sehr breit. Schaut euch das mal an. Zieht sich jetzt hier auch runter und wir haben einen doppelten Spoiler hinten, einmal oben, einmal unten, was relativ untypisch ist, sowas gibt es gar nicht so oft. Expressiv geformt, einmal hier oben, dann hier unten in der Mitte steht dann Citroën mit dem Logo dann auch nochmal in Schwarz. Rückleuchten gehen jetzt hier auch einmal um die Ecke, was ich sehr interessant finde. Und hinten steht jetzt auch nochmal Citroën LED Vision drauf oder Citroën. Citroën, ihr seht das dann. Sehr schönes Heck, für mich was ganz, ganz Besonderes. Und jetzt hat man, glaube ich, schon mal diese Kombination eben aus SUV, Kombi und Limousine gesehen. Das ist was ganz Besonderes. Unten dann der Stoßfänger auch nochmal hier mit relativ viel Kunststoff. Und schaut mal, hier findet sich auch wieder das Citroën-Logo wieder in dem kleinen Muster. C5X steht dann rechts nochmal hier. Wir haben ein französisches Kennzeichen hier extra nach Spanien gebracht. Hier ist dann das C5X. Und jetzt hier drüben habt ihr dann den Benzintank. Plug-in-Hybrid bedeutet ja, dass wir einerseits das Beste aus zwei Welten haben, also einen Elektromotor und einen Verbrenner. Hier könnt ihr den also auch tanken. In diesem Fall 40 Liter. Wenn ihr den Benziner nehmen solltet, es gibt zwei insgesamt, dazu erzähle ich euch später noch was, hat er dann 52 Liter Fassungsvermögen. Heißt, das ist jetzt eine kleine Einbuße im Vergleich hier eben zum Verbrenner beim Plug-in-Hybriden. Dafür habt ihr eben die rein elektrische Reichweite. Also man muss da ein bisschen verzichten und auch kleine Einbußen hat man beim Kofferraum. Der hat jetzt hier nämlich 485 anstatt 545 Liter, also ungefähr 60 Liter weniger als der normale Verbrenner. Das Kofferraumvolumen geht dann bis 1650 Liter, was wirklich sehr viel ist. Und jetzt schauen wir uns das mal gemeinsam an. Erstmal hier kaum eine Ladekante, auch eine angenehme Höhe, um was reinzuschieben bzw. reinzuheben. Haben hier auch nochmal so ein kleines Chromelement. Diesen doppelten Ladeboden kann man jetzt hier auch komplett rausmachen. Ihr seht das jetzt, ich mache das vielleicht mal und schaut mal. Jetzt können wir uns da mal den Akku anschauen. Hier erstmal den doppelten Ladeboden und da könnt ihr jetzt mal den Akku ansehen. Wie gesagt, sitzt teilweise im Kofferraum, teilweise auch unter der Rückbank. Da kann man jetzt nicht so viel verstauen, aber man hat die Möglichkeit, kleine Teile reinzuheben. Was ich nicht ganz verstehe, und da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, vielleicht wisst ihr das, für was diese Elemente hier sind. Vielleicht sind die zur Ladesicherung oder so. Ich finde die nicht so gut, weil die zerkratzen relativ schnell. Ich persönlich hätte da eher ja eine Variante gewählt, die wirklich hier nur mit so Stoff ausgeformt ist. An der Seite haben wir dann noch so zwei Haken, mit denen wir dann die Rückbank umklappen können. Das machen wir jetzt mal gemeinsam. Einmal hier drüben, muss man nachhelfen. Und einmal auf der Seite. Und was wir jetzt auch noch machen können, ist diese Ladesicherung hier rausmachen. Da muss ich mal ganz kurz rüber zum Jan. Funktioniert so, dass man das hier einmal so hochzieht. Dann geht das jetzt hier rüber. Und ja, ihr seht schon, der Kofferraum ist so groß, dass ich jetzt hier reinklettern muss. So, und jetzt haben wir es draußen. Das ist jetzt eben 1650 Liter. Das ist echt eine Menge. Genau, aber schaut jetzt mal da rein, das ist wichtiger. Das finde ich gut. Und jetzt habt ihr es gesehen, das ist auch ein Kombi, der hat sehr viel Platz im Kofferraum. Übrigens, Anhängelast ist jetzt hier bei dem Plug-in-Hybriden 1350 Kilo.
Bei dem höchsten Benziner sind es dann 1600 Kilo. Hier macht man den jetzt auch wieder zu, also es ist elektrisch hier die Heckklappe. Machen das jetzt mal gemeinsam und ich würde sagen, ihr geht jetzt mal auf die Seite und wir schauen uns jetzt noch die Rückbank an. Na, bonjour, ein anderer Citroën Berlingo. So, ich gehe jetzt da hinten mal rein, zeige euch jetzt erstmal, wie einfach oder wie schwer die Rückbank hochzuklappen ist. Das funktioniert einfach. Geh mal auf die andere Seite. Ich bin ja 1,64 Meter groß und der Radstand beträgt jetzt hier in dem Fall 2,79 Meter. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Platz ich habe. Auch hier geht es jetzt einfach hoch. Ich setze mich jetzt hier mal rein. Tür auch zu. Und jetzt ist es hier nicht richtig verhakt. So. Gurt raus. Nee, der Gurt ist draußen. Jetzt, man muss mit Schmackes, dann funktioniert's. Also, wir haben jetzt hier ein Scheinpack erstmal sehr schönes Leder im Innenraum. Es gibt drei Innenraumwelten, dazu erzähle ich euch später auch noch mal ein bisschen mehr. Hier dann Kopfstützen, die man hochfahren kann. Sehr breite Kopfstützen übrigens auch. Aber jetzt geht es ja erstmal darum, wie viel Platz habe ich hier eigentlich? Ja, super viel Platz. Ich habe es hier sehr bequem. Das ist ja das Flaggschiff von Citroën. Nach vorne hin dann 2,5 Fäuste. Nach oben hin, ja, sind es 1,5 Fäuste. Das ist in Ordnung für meine Größe. Ich glaube, Jan könnte ganz leicht anstoßen. Und schaut mal, hier geht das Dach dann so ein bisschen runter. Wahrscheinlich wegen dem Glasdach. Falls ihr mehr Kopffreiheit haben wollt, würde ich euch dann empfehlen, das nicht zu wählen. Ich finde es aber sehr, sehr schick. Macht halt einen sehr hellen Innenraum hier. Sonst vielleicht noch zu den Sitzen. Die sind jetzt teilweise perforiert. Hier vorne dann zwei USB-C-Anschlüsse, hier auch nochmal ein kleines Fach, wo man das verstauen kann. Und ihr seht jetzt auch schon, der Mitteltunnel hier ist jetzt nicht allzu hoch. Sehr angenehm, kann man auch mal in der Mitte sitzen. Übrigens hier dann auch noch zwei Cupholder. Hier dann die Möglichkeit, das Ganze noch aufzuklappen und als Durchreiche zu benutzen. Das finde ich nicht so gut, weil man hier eben dann auch, wenn man Ski oder so mitnimmt, das auf dem Leder drauflegen muss. Das finde ich jetzt nicht so gut. Und was ich ganz vergessen habe, euch zu erzählen, wir haben jetzt hier immer einen Frontantrieb. Komm mal vielleicht raus, wir sprechen noch über die Tür. Und wir haben jetzt hier beim Plug-in-Hybriden auch noch ein adaptives Fahrwerk. Nicht nur die adaptiven Dämpfer, die gibt es dann bei den Verbrennern. Hier dann sehr schöne Tür. Hier auch nochmal ganz oft dieses Citroën-Logo. Also finde ich sehr geschickt, dass es so oft aufgefasst wird wieder. Hier dann auch nochmal, beziehungsweise aufgegriffen wird. Hier dann der Türöffner. Hier ist ein bisschen Haarplastik, aber das ist gut verarbeitet. Und da dann auch noch ein bisschen ja, Klavierlack. Kleine Einstiegsleiste hier hinten. Finde ich sehr schick. Und als nächstes würde ich sagen, komme ich mal raus. Und wir sprechen jetzt noch über die Motoren. Ich mache vorne mal die Motorhaube auf. Hier ist so ein riesiger Stein. Da muss ich echt aufpassen, dass er nicht da drüber stolpert. Ja, wir wollten euch auch zeigen, dass der ein bisschen Offroad kann. Gute Bodenhöhe hier eben, beziehungsweise Bodenfreiheit. Leider nur kein Allrad. Mach jetzt hier vorne mal auf. So, und jetzt sprechen wir über die Motoren. Erstmal habt ihr die Wahl zwischen zwei Benzinern. Einmal mit 130 PS und einmal mit 180 PS. 130 PS hat dann 3 Zylinder, 180 PS hat dann 4 Zylinder, ist 1,6 Liter Motor. Den haben wir jetzt auch hier drin, aber hinzu kommt noch ein 110 PS starker Elektromotor. Zusammen haben die dann 225 PS und 360 Newtonmeter Drehmoment, fährt von max 233 km/h. Was er verbraucht, werden wir euch nachher bei der Fahrt erzählen, da kommt Jan dann noch dazu und ist ein 7,9 Sekunden auf 100. Das ist aktuell die schnellste und beste Motorisierung, die ihr jetzt beim C5X bekommt. Vielleicht kommt auch noch eine Allrad-Variante mit 300 PS. Ich bin sehr gespannt. Dann würde rein theoretisch noch ein Elektromotor hinten dazukommen. Genauso wie jetzt auch beispielsweise beim Peugeot 508 PSE. Jetzt machen wir hier vorne aber zu. Wir gehen gemeinsam noch in den Innenraum. Da werde ich euch dann erzählen, wie der aussieht, wie bequem es ist. Und anschließend fahren wir noch eine kleine Runde. Am Schluss gibt es dann noch ein Fazit und den Preis. Ich hoffe, ihr habt Lust und ich würde sagen, ihr kommt jetzt einfach mal mit. Weiter geht's jetzt hier mit dem Innenraum und als allererstes zeige ich euch das Glasschiebe-Panoramadach. Es ist nicht einfach nur ein Glasdach, sondern man kann es auch aufschieben. Aber als allererstes, schaut mal, wir haben jetzt hier auch eine Jalousie, die können wir zumachen, aber die funktioniert nicht elektrisch, sondern die müssen wir mit der Hand auf und zumachen. Finde ich okay, aber man muss dabei stehen. Man kann das jetzt nicht während der Fahrt machen. Das ist ein kleiner Kritikpunkt, vor allem wenn man auf der Autobahn unterwegs ist. Kann ich jetzt nicht hier nach hinten greifen und das dann machen, da bin ich einfach zu klein für. Oder sitze zu sehr am Lenkrad, kann natürlich auch sein. Was man aber sehr einfach machen kann, auch auf der Autobahn, ist jetzt hier das Schiebedach auffahren. Kostet übrigens 1200 Euro Aufpreis.
Hallöchen, ist jeden Cent wert. Das finde ich nämlich sehr, sehr schick, macht einen total freundlichen, hellen Innenraum und nimmt mir jetzt persönlich, auch wenn ich jetzt hier so einen Dutt habe ich hier ganz vergessen, auf der Rückbank vorhin euch das zu zeigen, ich habe hier so einen Dutt und habe trotzdem noch ausreichend Kopffreiheit gehabt. Ich glaube, damit bin ich mindestens so groß wie Jan. Und der hat euch jetzt gerade schon gezeigt, schaut mal da hinten, ich habe ja gerade schon gesagt, C-Säule sei so groß, von innen sind da natürlich Fenster, was ich sehr, sehr schick finde. Von außen sieht man das gar nicht. Das heißt, man hat da nochmal so verdunkelte Scheiben, wo man rausgucken kann. Jetzt beginnen wir mit den Sitzen. Wir haben jetzt hier drei verschiedene Innenraumwelten. Einmal grau, dann nochmal ein grau und hier jetzt das Magic Black, also alles in schwarz. Hier findet sich das Citroën-Logo immer wieder, was ich sehr schick finde. Hier dann nochmal eine Stoffbahn, die ich nicht bräuchte. Wäre das Leder gewesen, hätte ich das irgendwie stimmiger gefunden. Sehr weich gepolsterte Sitze. Schaut mal, wie groß jetzt hier auch die Kopfstütze ist, die man in der Höhe verstellen kann. Die sind richtig gut, geben so relativ guten Seitenhalt, hier unten dann nicht so viel Seitenhalt, aber sie sind vor allem bequem und darum geht es bei dem Auto. Ich hatte jetzt hier durch 2, 3, 4 Stunden sind wir jetzt hier rumgefahren, nicht einmal Popo-Schmerzen, es fühlt sich an wie auf einer richtig bequemen Couch. Als nächstes schaut mit mir mal gemeinsam in die Tür und da haben wir jetzt ein Holzelement, was den Innenraum dann nochmal freundlicher macht. Ein bisschen Chrom an der Seite, die Armauflage ist gepolstert und ein bisschen Hartplastik, aber das ist schon ja, luxuriös. Ich finde das richtig schick. Ist mal was anderes, auch jetzt hier mit dem Holz, wo nochmal so ein Muster drauf ist. Gefällt mir persönlich sehr gut. Genauso wie auch die Citroën Einstiegsleiste, die wir da haben. Nicht nur hinten gibt es eine, sondern auch vorne. Und die Fußmatten sind jetzt hier sehr zurückhaltend, aber hochflorig. Bedeutet, kann man auch mal barfuß drauf gehen und sind sehr bequem. Hier jetzt, schaut euch mal dieses ganze Cockpit da vorne an, es ist sehr interessant geformt, wölbt sich jetzt hier so raus, hier unten dann nochmal so ein bisschen Holz. Wir haben jetzt hier, Achtung, da ist zwar Zeug drin, aber ich möchte euch trotzdem zeigen, ein Handschuhfach, wäre das noch satiniert gewesen, hätte ich es noch besser gefunden. Sehr schöne Lüftungsdüsen, auch die gehen jetzt wieder hier in der Citroën-Form vom Logo raus. Also hier ist wirklich dieses Logo immer wieder vorhanden, auch übrigens hier in den Drehregler, schaut euch das mal an. Auch hier ist es jetzt jeweils immer noch drin. Das finde ich richtig cool. Hier wird wirklich aufs Detail geschaut, genauso wie hier unten auch eben bei der Klimaanlage. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, das Handy induktiv zu laden. Kann es hier einfach reinlegen, kann es offen liegen lassen, dann sehe ich immer, wenn was passiert. Kann hier aber auch zumachen oder kann das jetzt hier auch oben drauflegen. Das ist so gummiert, zeige ich euch mal schnell. So, finde ich nämlich auch sehr gut, kann das jetzt hier drauflegen und habe das immer im Blick. Sonst haben wir jetzt hier überall, wo die Knie das Auto berühren, so eine leichte Polsterung, hier auch nochmal ein Lederbezug. In der Mitte Klavierlack, da bin ich kein so großer Fan von, weil schaut mal, man hat halt sehr viele Fingerabdrücke da drauf, muss man halt immer wieder sauber machen. Hier auch nochmal so ein kleines Plastikelement, was aber schick aussieht. Hier haben wir die Drive Modes, die wir dann gleich ausprobieren werden. Und hier dann den kleinen Toggler, also den Gangwahlhebel. Hier dann nochmal ein kleines Fach, was jetzt so seitlich aufgeht, wo wir dann verschiedene Dinge verstauen können. Es gibt auch nochmal einen USB-C-Anschluss. Und wenn ich das jetzt hier wieder zumache, vielleicht noch eine Sache. Hier ist auch nochmal ein kleines Fach. Und Jan kann sich schon mal ein bisschen rausbeugen. Ich möchte ihm nämlich nur noch den Schlüssel hier zeigen. So sieht er aus. Liegt gut in der Hand, ist nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht. Sehr, sehr gut. Macht das jetzt hier wieder zu und würde vorschlagen, dass Jan mal reinkommt. Und wir sprechen jetzt gemeinsam über das Lenkrad. Lenkrad ist was Besonderes, denn es ist oben und unten abgeflacht. Wir haben jetzt hier eine sehr große Fläche, ihr seht das jetzt vielleicht gar nicht, es sieht nämlich erstmal schwarz aus, die jetzt hier wirklich nochmal ausgeformt ist. Da kann man jetzt irgendwie, also keine Ahnung, Bonbons oder so reinlegen. Nee, das wird natürlich nicht halten, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Aussparung hier nochmal. Genau, da seht ihr es jetzt. Haben hier in der Mitte dann das Citroën-Logo, hier dann alles für die Lautstärkeregelung. Also ich kann hier die Lautstärke regeln, danke. Und hier dann alles für die Assistenzsysteme. Hinten dran haben wir dann Schaltpedal für die 8-Gang-Automatik, die wir jetzt hier haben bei dem Plug-in-Hybriden. Da vorne dann ein kleines Cockpit und wenn ihr mal hochschaut, haben wir auch noch ein Extended Head-Up-Display da vorne. Das ist in echt deutlich größer, als ihr es jetzt bei uns auf der Kamera seht. Und da kann ich mir jetzt verschiedene Ansichten auswählen. Da drücke ich jetzt hier auf den Knopf und insgesamt gibt es 3 Ansichten. Genau, den Knopf. 1, 2, 3. Die spielen wir jetzt gemeinsam durch. Power ist erstmal die Ansicht, dass ich sehe, wie schnell fahre ich. Dann haben wir jetzt hier die Assistenzsysteme mit eingeblendet. Und wo ist die dritte Sache? Da haben wir dann eben die Navigation mit drin. Und das Ganze passiert dann eben auch im Head-Up-Display.
geht Jan wieder so gemein, wie ist er mein Gesicht. Hier vorne dann Infotainment-System. Kleiner Kritikpunkt, hier ist der Drehregler für die Lautstärke. Ich habe keine Ahnung, welcher Mensch so lange Arme haben soll, aber wenn ich jetzt hier bequem im Fahrersitz sitze, komme ich da nicht dran. Muss mich dann schon vorbeugen, das ist auch in den anderen Citroën-Modellen so. Verstehe ich nicht, hier fände ich es irgendwie ein bisschen besser. Dafür ein sehr schönes, aufgesetztes Display hier vorne, was man per Touch steuern kann. Und das zeige ich euch jetzt mal. Das ist die Home-Ansicht. Schaut mal, wie schön das jetzt hier rein und raus fährt. Da gehen die, schick, ne? Da gehen die einzelnen Kacheln so ineinander über. Hier haben wir jetzt die verschiedenen Einstellungen, die wir machen können. Können jetzt hier auch Profile einstellen und so weiter und so fort. Und da ist jetzt ein Kritikpunkt. Ich komme hier nicht mehr zurück, sondern muss hier immer auf Home gehen, um dann eben wieder hier in die App-Liste zu kommen. Da gewöhnt man sich aber dran, weil man hier eben diesen Knopf hat als Schnellwahlfunktion. Übrigens hier dann auch noch den Fahrzeugknopf für die ganzen Assistenzsysteme. Können wir auch hier drauf drücken. Da haben wir jetzt beispielsweise eine Panoramakamera, die schauen wir uns gleich bei der Fahrt an. Können den Spurhalteassistent rein oder raus machen. Haben hier aber auch andere Funktionen, wie zum Beispiel Querverkehrwarner, automatisches Bremssystem, Traktionskontrolle, Tempolimiterkennung, Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitserkennung, also alles für teilautonomes Fahren Level 2. Und haben jetzt hier dazu auch, was ich sehr witzig finde, Videoanleitungen. Mal gucken, ob es klappt. Ja, schauen wir es mal an. Muss es lauter machen. Fahrkomfort bei, indem sie ihr Fahrzeug in der Spur hält und die Meine Mama wird sich diese Videos angucken. Also falls man mal nicht weiß, was jetzt hier der hintere Querverkehrassistent ist, kann man sich das hier 24 Sekunden anschauen. Hat ja auch noch verschiedene Favoriten, die man drin haben kann. Und jetzt wieder auf Home gedrückt, kommen wir eben hier wieder auf die Home-Ansicht. App-Liste ist übrigens sehr übersichtlich und einfach hier zu steuern. Es gibt jetzt nicht so viele Apps. Ich bin ja manchmal überfordert in manchen Autos. Wir haben jetzt hier noch eine Energieanzeige, einmal eine Energieflussanzeige. Anzeige, haben hier auch noch eine Statistik über den Verbrauch der letzten 30 Minuten, können hier auch noch das Laden vorplanen und eine sehr interessante Funktion ist das E-Save. Und zwar können wir die Batterie 10 Kilometer, 20 Kilometer oder aufs Maximum saven. Bedeutet, wenn wir wissen, dass wir jetzt in eine emissionsfreie Zone fahren sollten, können wir das drücken und dann funktioniert es auf jeden Fall. Ich bleibe jetzt hier mal bei 10 km/h, weil sonst springt gleich der Verbrenner an. Jetzt hier wieder drauf gedrückt und eine Sache, hier ist nämlich noch der zweite Knopf. Hier habt ihr dann eben die Assistenzsysteme. Ich hätte vielleicht noch einen Knopf irgendwie für Medien oder so ganz gut gefunden, findet ihr aber auch hier. Könnt einfach raufklicken und übrigens Apple CarPlay, Android Auto ist hier wireless, also ohne Kabel vorhanden. Hier unten dann die Klimasteuerung, funktioniert ganz einfach hier mit Drehregler. Können wir uns auch hier oben mal angucken. Wenn wir jetzt hier wieder zurückgehen auf Home, auf Einstellungen, nein, nochmal zurück, Home, App-Liste, müsste hier auch die Klima sein, da ist sie. Könnt ihr hier eben die verschiedenen Einstellungen machen, könnt das Auto reinmachen, synchronisieren und hier eben auch entscheiden, von wo dann der ganze Luftstrom kommen soll. Könnt das Ganze aber hier auch ausdrehen und dann ist es auch aus und ruhig. Was wir jetzt aber machen, noch ganz kurz, hier ist die Sitzheizung auf beiden Seiten in 3 Stufen. Was wir jetzt aber machen, apropos ruhig, ist den Jan dazu holen. Und dann fahren wir hier gemeinsam los und schauen mal, wie komfortabel der ist. Kommt mit! Yay, Jan ist mit dabei! Hallo, ich bin der Jan, ich bin auch mit dabei. Magst du Barcelona? Scheiß auf Barcelona! Ich freue mich, seit wir dieses Auto hier im Studio vorgestellt haben, auf das Auto. Ich finde den mega hot und ist es der legitime Nachfolger der Göttin mit der Hydropneumatik? Wie komfortabel fährt das? Ich schaffe es, Jesse, dieses Auto zu kontrollieren. Jetzt! Jetzt wird es spannend. Erstmal starten wir dieses Auto vorne auf dem Start-Stopp-Knopf. Ihr seht jetzt hier, wie alles reinfährt. Und ja, erstmal lautlos, denn wir haben hier Hybrid. Rein elektrisch starten wir hier, ne? Wir haben Hybrid. Hybrid, wir haben ein Hybrid. Und jetzt, habt ihr das gesehen? Ich habe diesen Toggler gerade nach vorne geschoben. Und da haben wir jetzt die 360-Grad-Kamera, haben jetzt hier einmal die Möglichkeit drumherum zu schauen. Schaut mal, wenn ich jetzt hier fahre, Achtung, muss ich hier noch die Handbremse ziehen. Guck mal da vorne. Ist das nicht großartig? Kann jetzt hier auch so rüberlenken, sehe auch so Hilfslinien. Mach mir nie wieder eine schöne 19-Zoll-Felge kaputt. Das finde ich top, oder? Sowas bräuchte ich eigentlich in jedem Auto. Vielleicht jetzt mal kurz, bevor es losgeht. Seid ihr sehr Plug-in-hybride Typ? Erwartet ihr hier einen Elektroantrieb? Erwartet ihr hier Allrad? Was ist eure Antriebsform der Wahl? Ist gerade mit den Spritpreisen dann nicht so einfach alles. Welcher Antriebstyp bist du? Das wäre doch so ein Brigitte-Test eigentlich, oder? Ich weiß nicht, was Brigitte ist. So, wenn wir jetzt hier nach unten toggeln, seht ihr einmal D. Und wenn wir nochmal runtergehen,
passiert nichts, was wichtig zu wissen ist. Aber wenn wir auf B runtergehen, also draufdrücken, sind wir im Rekuperationsmodus. Das ist wichtig zu wissen, weil ich kenne das von anderen Autos so, dass wenn man nochmal hier drunter drückt, dass dann der Rekuperationsmodus drin ist. Wir müssen aber auf D drücken und hier haben wir jetzt verschiedene Fahrmodi. Elektrisch, Komfort, Hybrid und Sport. Und ich würde sagen, wir fangen mal in Sport an. Danke, Anke. Bitte, Brigitte. Was ist gerade passiert? Der Verbrenner ist dazugekommen. Direkt hier beim Sport und fahren jetzt hier gemeinsam los. Und aber eigentlich ist es ja keine Strecke, um sportlich zu fahren, sondern eher eine, um komfortabel zu fahren, wo man Komfortmodus reinmacht. Ist drin. Weil ich habe ja extra hier diese ganz schlechte Straße ausgesucht, damit wir euch zeigen können, wie dieses aktive Komfortfahrwerk funktioniert. Und erstmal ist die Bodenfreiheit grandios. Also es sind fast 20 cm. Halbe Penislänge. Nicht gesagt. Schneiden wir raus. Halbe Piep-Länge. Und ich habe jetzt hier trotzdem eine ganz gute Rundumsicht. Sitz aber nicht zu hoch, wie in so einem SUV. Ich mag es nämlich mehr, ja, tiefer zu sitzen, wie in so einem Kombi eben. Und jetzt, merkt ihr das? Das ist echt eine richtig beschissene Straße, aber es ist echt eine beschissene Straße, eine spanische Straße. Auch die Löcher jetzt hier. Und das Gute an Jessie ist, was sie kann, ist Löcher finden. Ja, mein Fahrschullehrer hat einmal mir an die Bremse getreten und hat gesagt, ob ich eigentlich jeden verdammten Gullideckel in dem Dorf mitnehmen möchte. Hat er? Und mich angeschrien, ja, es war richtig peinlich. Das würde er jetzt nicht mehr machen. Jetzt passiert mir sowas nicht mehr. Nee. Auf jeden Fall, erstmal komfortabel ist er auf jeden Fall. Wir haben hier ein adaptives Fahrwerk. Bedeutet auch, das Fahrwerk passt sich jetzt hier eben im jeweiligen Modus an. Auch hier hoch geht es jetzt ohne Probleme. Wir schlagen nirgendwo dran. Auch die Lippe vorne kommt nirgendwo dran. Ich fühle mich hier gut mit dem Auto, auch wenn wir jetzt kein Offroad-Auto haben, weil der ist ja frontangetrieben. Ich persönlich finde den als Allrad perfekt. Brigitte, eine wichtige Sache ist noch, dieses Fahrwerk hier ist nur dann aktiv adaptiv, wenn ihr den Plug-in-Hybriden nehmt. Exakt. Ne? War das mir wichtig. Das stimmt, diese Information ist sehr wichtig. Und jetzt sind wir hier auf Barcelonas Straßen und jetzt nehmen wir mal hier anstatt Komfort vielleicht den Hybridmodus. Schauen wir mal, was der so kann. Und? Ist gut. Links. Links rum? Ja, sonst fahren wir da mitten in the city. Ja, ich wäre jetzt nach rechts gefahren. Ach so. Also, ich mache jetzt hier eine kurze Beschleunigung mit euch. Dann gehen wir doch vielleicht einen Sport. Ja, die Wahl der Modi, die ist nicht gering, ne? Und jetzt? Bist du bereit? 7,9 Sekunden auf 100. Da war unser Koffer hinten, ne? War meine Fehler. Ja. Okay, die Koffer sind nicht richtig verstaut da hinten, aber der beschleunigt schon. Der beschleunigt gut. Hier kann ich jetzt natürlich nicht ganz 100 fahren, das ist hier eine 90er-Zone. Ich habe übrigens vorne im Head-Up-Display jetzt die Informationen über die Geschwindigkeit, die ich fahre, wie schnell ich fahren kann. Habe alles im Blick. Links, oder? Ja, fahren wir mal links. Und der wankt jetzt auch nicht zu sehr, auch wenn man jetzt hier eine Kurve fährt. Der ist trotzdem, dass wir jetzt hier in Sport sind, was heißt das? Ich finde schon, lass mich mal kurz aussprechen. Okay. Trotzdem, dass wir jetzt hier in Sport sind, fühlt er sich für mich relativ komfortabel an. Die Lenkung wird ein bisschen direkter, aber wirklich nur ein bisschen. Die ist jetzt nicht so bockhart. Was willst du sagen, Herr Oberlehrer? Ich finde es eben nicht. Also ich finde, dass dieses Auto selbst im Sportmodus enorm weich ist. Ne? Also so richtig, wenn man da runter, schöne Straße, oh ja, schön. Enorm weich ist. Das heißt, wenn man in die Kurve fährt, das ist nur meine Meinung, ich will dich gar nicht bevormunden, du darfst sehen, wie du immer du willst. Okay, es tut mir leid jetzt schon. Aber der schaukelt richtig, und jetzt sage ich schon den zweiten Kraftausdruck, die Eier, und das ist genial, weil wankt mal ein bisschen am Lenkrad. Guck mal, das heißt, man fährt in eine Kurve, der nickt schön rein, auch wenn man bremst, nickt da vorne runter. Und wenn man wieder Gas gibt, nickt er wieder. Und jetzt kann man sagen, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf, das nervt mich. Oder man kann sagen, Alter, der ist fast so komfortabel wie eine S-Klasse mit diesem aktiven Fahrwerk hier. Und das mag ich dann natürlich. Ja. Stoppschild, ich bleibe immer stehen in Stoppschildern, mhm. Vor allem hier in Spanien. Dann geht es ja drum, danke gerne für deinen Input. Könnt euch jetzt die Meinung aussuchen, die euch besser gefällt. Wir haben ja jetzt hier einen angegebenen Verbrauch von 1,6 Litern bzw. 16 Kilowattstunden. Übrigens, Wendekreis hier ist in Ordnung. Wird so irgendwas zwischen 11,5 und 12 Metern sein. Das ist okay, damit kommt man auch ganz gut durch die Stadt. Wir haben jetzt, wenn wir rein elektrisch gefahren sind, 25 Kilowattstunden gebraucht.
So, bis 135 km/h Max fährt er dann rein elektrisch, danach auf jeden Fall Verbrenner. So, und was haben wir jetzt gebraucht? Und was haben wir jetzt gebraucht, wenn wir den Akku leer hatten? Da waren es zwischen 6 und 8 Litern, je nachdem, wie schnell man fährt, je nachdem, wo man auch fährt. In Deutschland ist es vielleicht auf der Autobahn eher so Richtung 7,5, 8 Liter, wenn man da ein bisschen mehr Gas gibt. Kann ich was dazu sagen? Mhm. Nummer 1, beim Opel Astra hat man uns erklärt, der hier auf der gleichen Plattform steht, dass die Scheiben vorne und an der Seite laminiert sind und dass der drin sehr leise ist. Der ist auch sehr leise. Was ich toll finde am Auto ist, dass der Schleifpunkt zwischen Bremse, Gas, ne, rekuperieren und manueller Bremse richtig gut funktioniert. Mhm. Das ist also sauber abgestimmt, der ist leise hier drin und auf der Autobahn, wir sind maximal 120 gefahren, das ist leider keine deutsche Autobahn, aber war sehr ruhig, sehr komfortabel, das habe ich schon sehr genossen. Und eine weitere Frage ist ja immer an uns Autotester, wir sind schon Autotester, was verbraucht ein Plug-in-Hybrid? Und ich sage immer, ey, kommt ganz drauf an, wie ihr fahrt, ne? Wie ihr das mit dem elektrischen, mit der elektrischen Version dann macht, wie viel fahrt ihr elektrisch, wie viel Verbrenner, wie drückt ihr aufs Gas und so. Und dann kann man ganz unterschiedliche Werte erreichen. Sicher und klar ist, diese 1,3 Liter und 16 Kilowattstunden Strom, die sind unrealistisch so in der Form, es ist immer ein Mix. Ja, absolut. Was aber kein Mix ist, ist die elektrische Reichweite, angegeben ja bei 60 Kilometern. 45, dann war er leer. Ja, aber es ist auch nicht so richtig warm in Spanien. 16 Grad nur, ne? Ja, aber besser als, obwohl in Deutschland ist es, glaube ich, gerade genauso warm. Ja. Habe ich noch irgendwas vergessen, Jan? Ich glaube nicht, oder? Nö. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir zurück und dann gibt es ein Fazit und ich werde euch verraten, was der im Einstieg kostet und was die Version jetzt hier kostet. Kommt mit. Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit und erstmal schreibt mir in die Kommentare, wie fandet ihr den C5X jetzt hier unter freiem Himmel? Wir haben euch den ja bereits im Studio vorgestellt, Jan und ich, und wir waren total verwundert, weil die beiden Videos hatten echt super viele Aufrufe, jeweils irgendwie 130.000 beziehungsweise meins, glaube ich, 100.000 Aufrufe. Und im Nachhinein, ich habe eure Kommentare natürlich gelesen, Jan genauso, bin ich gar nicht so sehr verwundert, weil eure Kommentare gingen genau dahin, wo jetzt auch mein Fazit hingeht. Erstmal, Optik ist endlich mal was anderes. Und die ist vor allem nicht nur anders, sondern auch praktisch. Denn wir haben hier einen großen Kofferraum, wir haben hier eine gute Bodenfreiheit. Trotzdem sind die Ausmaße nicht allzu hoch und nicht jeder möchte immer zu sehr hoch sitzen wie in einem SUV. Wir haben hier irgendwie das Beste aus drei Welten, Limousine, Kombi und aber auch SUV. Eine sehr schöne Optik, aber auch eine sehr spezielle Optik. Also der sieht anders aus wie jedes Auto, was wir euch bis jetzt vorgestellt haben. Und die andere Sache, warum vor allem der Plug-in-Hybrid für mich gut ist, die realistische Reichweite von 45 Kilometer ist ausreichend für den Durchschnittspendler. Bedeutet, ihr könnt, wenn ihr möchtet, den ganzen Tag elektrisch fahren. Bis 130 km/h geht er übrigens auch rein elektrisch. Danach schaltet sich auf jeden Fall der Verbrenner dazu. Der Verbrauch war auch absolut in Ordnung. Ein großer Kofferraum ist ja auch mit dabei. Natürlich hat man ein paar Einbußen beim Plug-in-Hybriden, wie beispielsweise einen kleineren Kofferraum und auch ein bisschen weniger Tank. Auch im Innenraum habe ich mich sehr wohl gefühlt. Wir haben jetzt hier ein sehr komfortables Fahren gehabt, vor allem hier eben mit dem adaptiven Fahrwerk, was ihr leider nur bei den Plug-in-Hybriden bekommt, nicht bei den Benzinvarianten. So, und jetzt geht es darum, was kostet er? Der beginnt beim kleinsten Benziner, also beim 130 PS starken Benziner, bei 35.000 Euro, was wirklich ein krasser Preis ist für den Look, für das Flaggschiff bei Citroën. Der Plug-in-Hybrid beginnt dann bei 45.000 Euro und so wie er jetzt hier steht, im Shine-Pack, beginnt er dann bei 49.850 Euro. Wenn wir jetzt noch die Farbe hinzukonfigurieren, liegen wir dann leider schon über 50.000 Euro, aber ihr profitiert auf jeden Fall von einer Förderung von bis zu 7.000 Euro, also 6.750 Euro und einer Dienstwagensteuer von 0,5%. Und genau das ist die Sache, dieses Auto ist auch sehr gut geeignet für Außendienstmitarbeiter beispielsweise, für Leute, die eine lange Strecke fahren müssen. Der Verbrauch war, wie gesagt, ganz gut und vor allem ist dieses Auto sehr komfortabel. Was ihr jetzt machen solltet, wäre erstmal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Was machen die? Die vergleichen für euch unter diversen Leasingplattformen wie unter anderem auch meinauto.de und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Macht das, würde mich total freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann. In the fiercest battle, I'll defend you from all these arrows.